Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ganz was anderes. Und zwar hatte ich gestern die selten blöde Idee, mir einen VW Bulli zu kaufen von der Deutschen Post. Ist also bei uns da 100 Kilometer, so ein Großhändler, der hat da, ja, glaube ich, an die 100 Stück da stehen gehabt. Haben also das Ding gestern angeschaut, geholt mit Kurzzeitkennzeichen. Und jetzt geht es natürlich um einen Ausbau. Wie der ausschaut, beziehungsweise was alles zu machen ist, werde ich euch dann mal kurz vorführen. Es ist, was mir aufgefallen ist, also der Service ist völlig, habe ich gesehen gehabt. Dann der Schaltsack, der Schaltknauf, fehlt oben die Abdeckung, die habe ich gleich bestellt über, ja, über die Bucht, kostet also nicht viel. Wobei ich denke, dass also dieses geringste Problem oder Übel ist an der ganzen Geschichte, weil ich muss also zuerst einmal innen die ganzen Verkleidungen abnehmen und schauen, ob drunter, ja, ob es da gammelt. Das natürlich dann gleich lackieren und dann geht es an den Innenausbau. Also wie lange das Projekt dauert, kann ich jetzt noch nicht vorab sagen, weil es ist ja so, wir haben jetzt Anfang Juni, hat schon mal so, ja, wie sagt man das, so eine blöde Idee im Winter, aber irgendwie, ja, nie Zeit und zu Hause renoviert ein bisschen. Auf jeden Fall hat es da zeitlich nicht geklappt. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt Anfang Juni und da wollten wir, ist angedacht, dass wir heuer mal nach Schweden eine Tour machen. Sprich, wir haben also knapp 2 Monate, 8 Wochen, um das Ding irgendwie fit zu kriegen. Und wie das vonstatten geht, zeige ich euch dann im Anschluss. Allerdings werde ich jetzt nicht alle Schritte da dokumentieren, weil da habe ich die Zeit einfach nicht dafür, sonst brauche ich heuer definitiv nicht nach Schweden fahren. Aber wie das dann wird, ja, zeige ich euch im Anschluss einmal. Okay, bis gleich. Ja, ganz kurz noch zu den Eckdaten des Bullis. Und zwar ist es der 2014er Baujahr mit um die 110.000 Kilometer. Man hat also da keine Möglichkeit, das Ding Probe zu fahren. Ist auch völlig wurscht, weil es ist ja so, die Post hat also die Maschinen von den Fahrzeugen sehr gut gewartet. Allerdings, wenn sie außen irgendwo Dellen oder so oder Schäden gehabt haben, das ist nicht gerichtet worden. Also ich habe da wirklich unbegrenzt Auswahl. Also bei dem Händler, den ich da war, der, glaube ich, hat an die 150 Bullis gehabt. Dann waren noch die Citroën Berlingos dabei. Ein paar Mercedes Vito hat er da gehabt und die VW Caddys. Wobei ein Caddy für mich jetzt da nicht in Frage gekommen ist oder für uns, weil sie ja einfach vom Platz her begrenzt ist. Das ist jetzt da der Boden, den muss man ein bisschen verkleben, weil er ja leicht aufgequollen war. Sieht man da vielleicht ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist also top in Schuss und den werden wir auf jeden Fall wieder verwenden. Für die Dämmung nehmen wir jetzt kein Armaflex, weil das müsste bestellen, dauert also auch 3-4 Tage. Ich habe mich jetzt für 20er Styropor entschieden und ich denke, das wird also einen Zweck auf jeden Fall auch nicht.